Ja, wir sind um 11.05 Uhr an die Industriestraße alarmiert worden. Man hat uns gemeldet, dass in einer Lagerhalle eine Palette brennen sollte. Als dann unsere Einsatzkräfte hier eintrafen, stellte sich das Ganze allerdings deutlich dramatischer dar, nämlich diese Halle, 20 mal 50 Meter, stand bereits in Vollbrand. Beim Eintreffen hatten sich alle Arbeiter aus der Halle bereits selbstständig in Sicherheit gebracht, sodass keine Person verletzt wurde. Allerdings stand, wie gesagt, die Halle in voller Ausdehnung in Feuer und das Feuer drohte auch auf eine weitere, deutlich größere Halle der Firma Hardeck überzugreifen. Unsere erste Maßnahme bestand dann darin, eine Riegelstellung zu der Lagerhalle vom Möbelhaus Hardeck aufzubauen. Die Wasserversorgung gestaltete sich dabei als etwas schwierig, da natürlich die ganzen Hydranten hier in der Umgebung mit Schnee bedeckt waren, teilweise vereist waren. Das heißt, wir mussten diese erst ausgraben wirklich und mit Brennern enteisen, um an das Löschwasser zu gelangen. Das hat einige Minuten gedauert, aber es ist uns gelungen, das Übergreifen zu verhindern. Wir sind mittlerweile mit gut 70 Einsatzkräften vor Ort. Dabei wird die Feuerwehr Bochum auch noch durch die Kollegen der Feuerwehr Witten und Dortmund unterstützt, jeweils mit Spezialfahrzeugen. Weitere Einsatzeinheiten sind alarmiert, um jetzt die ersten Kräfte abzulösen. Ja.